Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von, ja ganz genau, dem Gas Station Simulator, Freunde. Und der Simulator ist ein bisschen later rausgekommen, als ich dachte, aber das macht überhaupt gar nichts aus, denn die Gas Station ist ja schon so ein bisschen gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr zufällig irgendwann eines Tages gesehen habt, wie ich den Prolog gespielt habe. Ich weiß nicht, kann ich da einfach fortsetzen? Nö, kann ich nicht. So, dann starten wir ein neues Spiel. Ach stimmt, im Prolog, wir hatten irgendwie Schulden und dann wurden wir verprügelt, ne? Und dann war es vorbei. Und, ja, keine Ahnung. Aber wir schauen erstmal, was passiert. Wir sind auf der Route. Aber ich glaube, das war im Prolog auch schon so, oder? Keine Ahnung, ich trinke mal einen Schluck aus meiner Schokomilli hier. Oh ja. Movie Games. Ganz cool, hardcore, ohne Haare auf den Händen. Fahren wir jetzt mal so ein bisschen. Und wir kennen ja schon unsere alte Gas Station. Wahrscheinlich müssen wir dann jetzt nochmal prologen hier so ein bisschen, ne? Und gucken, ob sich da was geändert hat oder nicht. Das werden wir dann sehen. Dann werden wir sehen, was passiert. Glückwunsch! Die Dust Bowl Tankstelle. Richtig geil. Hätte gerne eine Car Industries Tankstelle. Das wäre mal was. Das wäre mal was Cooles für einen alten Mann. So. Guten Morgen. Okay, das funktioniert immer noch so wie damals. Ui. Ach, Mist. Direkt daneben geworfen. Ui. Ah. Naja, also richtiger Treffer war das jetzt auch nicht, gell? Aber hey, wollen wir mal keinen großen Aufwand machen jetzt hier. Die Tankstelle finden müssen wir jetzt. Gut, das ist auf jeden Fall einer ihrer Überreste hier. Aber die Tankstelle, Alter, zack, zack, der Strom. Der Strom ist am Eimer. So, die Tankstelle betreten. Alter, die stinkt ja wie die Pest. Die ist ja richtig Pest am Start. Das ist natürlich hier die coolen Bretter immer ein bisschen. Cooler Bretterwurf. Wir lagern erstmal alles drumherum. Ist ja egal, wenn wir es daneben schmeißen. Weil wir müssen am Ende hier eh alles aufräumen. So, boah. Oh Gott. Ja. Oh Gott, die Uhr. Guck. Oh Gott, der stinkt, ey. Der ist sehr unangenehm. Der ist sehr unangenehm. Die haben doch hier irgendwas begraben. So. Das Hochspannungskabel, genau, wir wollten den Strom. Ja. Ich erinnere mich, hat sich noch nicht so viel geändert hier in unserer Geschichte. Manchmal kleine Teile der Geschichte wiederholen sich halt gerne, ne? Aber es macht uns ja im Prinzip nichts aus. Wir fahren jetzt erstmal hier hoch. Ich mach mal ein bisschen den Ton ein bisschen lauter, so. Und jetzt den Anruf in der Telefonzelle entgegennehmen, können wir auch machen. Kriegen wir hin. Ah, der wunderschöne Mond. Ich habe mir letztens mit meiner Tochter den Mond durch ein Teleskop angesehen. Sie hat sich ja zum Geburtstag ein Teleskop gewünscht. Und ich habe so ein recht, also in Anführungszeichen, günstiges gekauft. Das hat, glaube ich, 100 Euro gekostet, 110 Euro oder so. War jetzt nichts, also ist immer noch teuer. Ey, dankeschön. But luck would have it that the land you purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I will send you emails on a regular basis, providing you with information on how to handle each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. Good luck. Ja, okay. Alles klar. Das kennen wir ja schon so ein bisschen. Da kennen wir uns aus. Das haben wir schon mehr oder weniger hinter uns gebracht. Jetzt hier übers Haus. Achtung. Piu. Oh. Pff. Und? Kein Treffer. Ich mach erstmal hier. Machen wir erstmal ein bisschen Platz. So, interagieren. Die Gas Station. Checken wir mal die Mails. Hallo, guten Tag.
Anführungszeichen. Der Dialekt war nie wirklich meine Stärke, wie auch immer. Ich habe jetzt gerade gehört, okay, ja, wir haben eine solide Investition getätigt. Ja. Tipps und Tricks wird er uns geben. Sehr gut. Rudi der Bagger, das ist schön. Mit Rudi dem Bagger kennen wir uns auch schon ein bisschen aus. Müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal die Parkplätze wieder freiräumen. Oh, Manno. Okay, wir holen uns einen alten Benzinkanister. Rudi macht schlapp. Klar macht Rudi schlapp. Und nein, Windows zeigt an, es hat ein Update. Leute, okay, es war die letzte Folge. Danach kommt nie wieder was. So, Kanister haben wir. Zwei neue E-Mails. Ja, wie komme ich jetzt... Ich muss ja auch nochmal irgendwie an die Tanksäule jetzt erstmal kommen, ne? So. Zapfen wir mal hier ein bisschen ab. Kostet mich ja nichts. Ist ja mein Benzin. Wer weiß, wie lange das da schon in der Erde ist, hä? Nee, warte. Da. So. Drücke F. So. Zum Entfernen der Sandhaufen müssen wir jetzt erstmal hier... Wie voll ist denn der jetzt? Naja. Ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Ein bisschen den Motor auskühlen. Und den Rotzer hinten in die Sandgrube fahren. Siehst du, das war beim letzten Mal auch schon so. Da hat sich auch nichts geändert, hä? Prolog bleibt Prolog. So, kippen wir mal aus, den alten. Das kenne ich von den Arbeiten aus den Salzminen. So, drücke F zum Aussteigen. Wir stellen ihn erstmal hier hin. Ganz entspannt. Schließ die Tankstelle. Was? Okay, wir öffnen die jetzt erstmal, damit so ein, zwei Leute ein bisschen was einkaufen können. So, Öffnung der Tankstelle. Du kannst jederzeit öffnen, schließen, nutze die Zeit der Tankstelle oder andere Aktivitäten zu erledigen. Rechts neben dem Hebel findest du eine Taste. So. Alles klar. Dann bestellen wir uns erstmal Kraftstoff. Und bestellen, was? Bestellung zurücksetzen. Hinzufügen. 100 Liter. So, erstmal 100 Liter Sprit reingefüllt in den alten. Oh Mann. Was? Arcade-Spiel? Achso, okay. Ja, warum wir das jetzt so genau machen müssen, weiß ich es auch nicht, aber müssen wir wahrscheinlich erstmal noch diese kleine Runde fahren. Das Spiel zeigt sich natürlich jetzt irgendwie von seiner schönen Seite. Aber es war ja schon beim letzten Mal so. So, mache zu. Ich meine, die Mucke ist geil. Wird abgelenkt von dem 300 Meter irgendwas da hinten. Upsala. Warum machen die eigentlich solche Minigames rein? Ich meine, das ist eine Tankstelle, ey. Warum hänge ich jetzt da fest? Meine Güte. Was war das? Ein Polizeigeräusch, Auto? Komm schon. Aber Bremsen hat er gute, hä?
Oh Mann, ey. Das ist wieder keine Glanzleistung vom alten Mann, aber was soll's. Das hatten wir beim letzten Mal, hatten wir auch eine schlechte Leistung, deswegen wollte ich das einfach nur, damit wir uns auf der sicheren Seite fühlen, nochmal so machen. So, Aufgabe erledigt. So, wenn eine Lieferung eingetroffen ist, öffnet das Ventil. Oh, die Liefer... Aber ich glaube, das war noch automatisch. Da ist er ja, der Lieferdienst. Hey, na, alles klar? Wie geht's? So, dann holen wir uns mal den Saft hier raus. Was ein geiles Ding, ey. Richtig nice. Richtig nice. So. Thanks. Ich danke dir, Junge. Ich danke dir. Kein Problem. Hallo, mein jugendlicher Freund. Ja, ja. Drücke T, um das hier zu schließen. Linke Shift. Oh. Ja, so ein bisschen. So, kaufen Müllsack. Okay, der fährt jetzt gerade weg. Dann lass mich mal hier ein bisschen... Oh, jetzt können wir endlich ein bisschen aufräumen. Müllsack ist frei. Ich weiß, wie man einen Müllsack bedient. Da passt der ganze Kleinmüll rein. Das ist nämlich schon mal gut. Das können wir dann später alles irgendwo abstellen. So kleine Abfälle hier, Farbdosen, haben wir genug dran geschnüffelt und geschnuppert. So, hier Mülltonne leer machen. Hier ist noch so ein bisschen kleines Zeug. Können wir die Bretter auch da rein tun? Ja, wir können die Bretter auch da rein tun. Das ist geil. Ich glaube, das ging nämlich damals noch nicht. Also ich erinnere mich nicht daran. Aber das ist natürlich cool. Die Uhr, ne, die würde ich aber gerne behalten eigentlich. Also vorläufig, damit ich weiß, wann ich Feierabend habe. Oh, da kommt jemand, ein tankwilliger Gast. Da komm, da unten liegt doch noch ein Müll. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen, junge Dame? Möchten Sie ein bisschen Sprit haben von Kreis Industries? Danke, kein Ding. So, ein bisschen mit Gasbuddeln, mit alten Gasbuddeln werfen, du. Bäm. Na klar. Leute, das wird die geilste Tankstelle der Stadt. Da kann die Konkurrenz nicht mithalten. Ich bin nämlich schon ein altgelernter Tankstellendesigner. Warum ist hier die Tür eigentlich zu? Irgendwas hatte ich gerade angeblich in der Hand, aber... Alte Reifen... Neue E-Mail. 5 Stück neue E-Mails habe ich. Was ist denn eigentlich meine aktuelle... Großmüll, alte Möbel wegwerfen, 11 von 12. Haben wir alles. Kaufe einen Besen, nehme ihn in die Hand mit Tab. Leute, ich muss erstmal hier... Hier liegt so viel Rotz rum. Ah, oh, schön, war ein guter Wurf. War ein guter Wurf. Ich meine, da hinten ist auch noch ein Container, aber der ist wahrscheinlich nur der Einfachheit halber, ne? So, hier müssen wir erstmal müssen wir unsere Haupttankstelle schön machen, dass die Leute auch später hier einkaufen können. Alter, hier ist ja noch alles kaputt. Das ist aber anders. Das war früher nicht so. Das war früher nicht so. Und, Alter. Rattlesnake, ey. Geh mal weg, Snake. Fiese Schlange. Willst du? So, mittlerweile haben wir schon 6 Mails. Ich lese mal eben... Oh ne. Dann gehe ich doch mal eben arbeiten. Ey, die alte Matratze, da finde ich aber eigentlich noch gut. Warte auf die Bestellung. Was willst du denn? Wie viel Liter brauchst du, Junge? Geil, oder? Geil. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ey, Tisch. Komm raus. So. Ein bisschen E-Mails lesen mal eben. So, Werkzeuge. Besen kaufen. Stimmt, müssen wir auch noch machen. Aber warum fegen, wenn ich noch hier
Erstmal machen wir den Container hier voll, würde ich sagen. Also das ist mal in die Ecke hier. Ist auch so nach draußen. Habe ich da schon wieder ein Auto gehört? Woran sehe ich denn, ob ein Kunde da ist eigentlich? Außer zu gucken. Warte, es gab's da nicht mal so einen Indicator irgendwie, der so ding 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 gemacht hat oder so? Müsste es doch auch gegeben haben eigentlich. Keine Ahnung, Leute, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was passiert. Ich hänge im Moment ein bisschen episodentechnisch nach und so, aber jetzt, Fahrschule ist ready. Da brauche ich mir keinen Stress mehr machen. Oh, hier die alte Matratze, ich finde die eigentlich noch gut, ne? Aber naja, warten wir mal ab. Besen. So, ja, ja, genau. So, machen wir nämlich hier mal schön sauber. Kraftstoff ist niedrig. Achso, na klar, wir haben nicht so viel. Muss nochmal liefern lassen dann gleich. So, den ganzen Rotzel hier rausfegen. Vielleicht fegen wir auch gleich nochmal die Wüste. Na komm. So, schauen wir mal. Lieferung. Müllabfuhr. Stellen wir mal die Müllabfuhr. Ey, Frechdachs. Dennis. Ey. Verschwinde. Verschwinde. Wie kann ich Dennis... Oh. Oh, der hat mich mit Stinkbomben angegriffen. Hau ab, Dennis. Hau ab, Dennis. Oh nein. Kunde an Kraftstoff. Kraftstoff. Oh Mann, ey. Dieser Bengel, ne? Dieser Bengel. Wir müssen mal Kraftstoff neu bestellen. Werkzeuge, Farbroller haben wir gekauft. Gasstation Level 1, Mail. Neue Fahrt, Minibagger tanken. Dennis, Gemälde. Dennis. Wenn du begegnest, könnt ihr Ärger machen. Hier warte von den Optionitäten an Wände zu malen. Aber wenn du löst, dann schmeißt du einfach etwas in seine Richtung. Okay, so war es nämlich. Lieferung, Kraftstoff. $400 habe ich, ne? Hinzufügen, 100 Liter. Müssen wir natürlich bestellen. Bringt ja nichts anderes. So, dann nehmen wir hier den Farbroller. Mittels Tab, Shift, Farbe auszuwählen. Okay. So, ne? Und dann malen wir das hier mal. Malen wir hier mal drüber. Halte LMB. So. Er hat's voll gespritzt hier, oder was? Kostet das eigentlich Geld zu malen hier? Ah, das ist die Big Joe mit der Müllabfuhr, okay. Ich dachte, das wäre mein Sprit. Bleibe im grünen Bereich. Die Tankstelle sieht auf jeden Fall jetzt schon besser aus als die alte. Müllbeutel. Nehmen wir hier das ganze Kleinzeug noch weg. Hier ist noch so ein bisschen. So, Müll ist abgeholt. Cool. Was ist das hier? Ah, das war dieses. Klar. Damit wir in den Kofferräumen. Lockpicken können. Machen wir aber gleich. Boah, 9 neue Mails. Das geht hier ab. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Musst du jetzt erst den Hahn da reinstecken oder geht das, wenn ich hier, sobald ich hier drehe? So, mach auf. Okay, das läuft. Gut. Kunden. Oh, hallo. Boah, ey, sorry, ich wollte dich nicht warten lassen. So, Schloss knacken. Hatten wir auch schon. Nur auch schon. Es spielt sich auf jeden Fall schneller als der Prolog. A oder D, um Dietrich zu bewegen. Kann ich doch mit der Maus machen. Abgebrochen.
und das Bowl-Gemälde. $6,79 wert. Okay, schauen wir mal, was die E-Mails sagen. Neue Fahrt, Benzinkanister, Inventar bestellen, Tanken fegen, wissen wir Müllzyklus, Gemälde, Schloss knacken. Wissen wir alles. Wissen wir alles, weil wir sind super klug. So, der Laden hat hier schön geöffnet. Jetzt räumen wir noch ein bisschen auf. Oh, was war das? Was hat da so geknallt? Was zur Hölle? Ist hier Sicherung rausgesprungen gerade, oder? Oh, meine Güte, so Altreifen und so, das ist natürlich alles so eine Sache. Was ist das hier? Ein altes Hähnchen? Oh, ne. Kojote oder sowas. Der alte Kojote. Hey, Rattlesnake hier. Rattelt die mich an, die Sorge. Gibt's ja nicht. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, wo zum Beispiel, wo ich den Traktor abgestellt habe und so. Wir hatten da geschlafen. Hier hat doch einer... Was ist das zur Hölle? Geh weg, Schlange. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Na klar, ist das great. Oh, warte mal hier. Das wollen wir aber noch. Das können wir noch wegräumen. Das ist alles kaputt schon hier. Hier noch ein paar Altreifen. Kasse haben wir auch noch nicht, ne? Also so richtig Kohle abkassieren können wir auch gerade noch nicht. So. Hui. Oh, knappes Ding. Knappes Ding, ja? Echt knapp. Das ist alles so Zeug hier. Alter Eimer, ey. So. Das Dust Bowl-Gemälde in der Tankstelle aufhängen. Kriegen wir hin. So, das ist die alte Dusty Bowl. Dann sind wir natürlich wieder geschichtsträchtig unterwegs. So, Regale wollen wir. Erfrischungen und Snacks. Kleine Erfrischungs... Ja, erstmal klein, ne? Kleiner Essensstand kaufen. So, platziere die Regale. So, wer Bock auf Erfrischungen hat, Area under Construction. Aber das war damals nicht, oder? Q und E ist zum Drehen. Ah, okay. Na komm. So, hier gibt's Snacks. Das Ding kann hier... Oh, Mist. Können wir daneben aufhängen? So, Softdrinks haben wir auch. Zusätzliche Parkplätze kaufen. Achso, ja. Die sind frei, also kaufen wir die. Kann nicht getätigt werden, bevor der Bereich nicht gereinigt wurde. Okay, verstehe. Hallo, einen guten Tag. Have a nice day. Auch nice day. So, hier ist unser Brumm Brumm, Tuff Tuff Tuck Tuck. Mit dem machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen sauber. Natürlich kühlen wir auch den Motor ab. Aber dass der jedes Mal dann nach so einem kleinen Pups gekühlt werden muss, weiß ich auch nicht.
Naja, gut. Wir müssen mit dem alten Schrotto leben, den wir haben, ne? Das ist nun mal das Ding. Aber ich glaube, das wird eine tolle große Tankstelle eines Tages hier. So. Guck mal, Spiel speichert automatisch. So. Jetzt haben wir die freigeräumt. Dann kaufen wir die noch. Dann können die Leute ein bisschen parken. Dann machen wir uns hier einen schönen Einrichtungs-Parking-Slot. So, siehst du. Und dann läuft das nämlich hier. Müssen wir im Endeffekt Lieferungen. Achso, hier können wir uns noch kein Essen und so liefern lassen. Okay. Ach, die Uhr ist doch schön. Der Anruf vom Onkel. Oh, aber erst tanken wir hier den Polizeimann. Weil noch geht's ja, ne? So viele Kunden haben wir dann im Ende auch nicht. Oh, der tankt aber auch dick. Ey, was? Ist okay. So, jetzt nehmen wir den Onkel mal hier entgegen noch. Hallo. Well. Ja, Business läuft. Calling to congratulate you on successfully getting it off the ground. But you can't run a business on fuel alone. I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Time to talk money. You now owe me. Well, I'll send you the invoice to your email. Okay. Sorry, nephew, but there is just no room for charity in this world. I hope you'll find it within your finances to repay the debt. Otherwise, we'll be forced to see to more persuasive methods of reimbursement. Don't have me wait too long now. Goodbye. Goodbye. Okay, die Regale sind aufgefüllt worden. Aber wer sagt, dass ich das wollte? Hallo, Kasse. Verwende Shift links, um das Band zu bewegen. LMB, um Artikel zu bewegen. Ja, klar. Kein Problem. Danke. Auch einen Daumen hoch für dich. So. Da möchte noch... Da war doch was. Er kauft nur Snacks. Kein Ding, kein Ding. Das Radio ausmachen. So, bezahle das Darlehen am PC. 5000. Ey, wie soll ich das Darlehen bezahlen? 100 Dollar kann ich bezahlen. Kraftstoff. Kann ich eigentlich sehen? Kraftstoff übrig. Da. 83. Ja, weiß ich nicht. Soll ich nochmal 100 Liter hinzufügen? Ich füge nochmal 100 Liter hinzu, vorsichtshalber. So, jetzt geht's aber los. Jetzt sind wir schon so ein richtiger Tankstellen-Daddy hier, ne? Jetzt sind wir schon so ein richtiger Tankstellen-Daddy. Na, und mit Dietrich, wir könnten natürlich noch unsere Kunden beklauen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um schnell an Geld zu kommen. Neue E-Mail, Kunde an der Kasse. Wo kommst du auf einmal her? Ey Leute, ich habe 5000 Dollar Schulden bei meinem Onkel. Ja. What I asked for, du hast es aufs Band gelegt. Klicke links, um zu platzieren. Drücke F zum Aufheben. Nee, ich will jetzt keine Snacks oder so. Neue Mail, Schloss knacken, Darlehen. Okay, das bleibt jetzt die ganze Zeit, oder was? Naja, gut. Wir haben Kraftstoff bestellt. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen tanken und dann verdienen wir auch Kohle. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Liefermann dort wartet, aber ich denke mal hier so die eine kleine Tankrunde. Übrige Zeit, 2 Minuten 37. Ist es dann aber auch hier wie im Prolog wieder zu Ende? Also im Prolog war es ja dann hier vorbei.
Das heißt, ich speichere das gleich mal kurz. Und, ne, bevor ich mir da irgendwie was storytechnisch kaputt mache am Ende. Great job, oder? Ja, nice, ey. Fueled is better. Hey, die Polizei, die tankt ja aber gerne bei mir, hä? So, dann einmal hier den Vorrat auffüllen, bitte. Danke. Achso, die wollen gar nicht tanken. Die wollen nur Kram kaufen, offensichtlich. Ja, pf, Regale müssen wir dann auch wieder auffüllen irgendwie, ne? Ah, naja, schauen wir mal. Kann ich das einzeln speichern so? Speichern, empty slot, Darlehen bezahlen. Weil das werde ich nicht bezahlen können. Also, ich will $5000 in einer Minute oder was? How? Wie will er das machen? Wo will er das herhaben? Na los, kaufen Sie Snacks. Na, wollen Sie Snacks? Jemand noch mehr Snacks? Ich wette, es gibt hier irgendeinen Trick, um dieses geheime Darlehen zu bezahlen. Ah, kein Problem. Oh, sogar 1,30 Trinkgeld, weil ich so Fast and the Furious bin, Alter. So, noch jemand? Na, Sachen kaufen? Alter, du, sieht gefährlich aus. Was ist los? Warum gehst du nicht rein, Junge? Er guckt so, brauche ich irgendwas? Nee, einen Snack oder eine Waffel? Nee, das ist mir nicht elitär genug hier. Ich bin ja so ein elitärer Typ. Ja, sag ich doch. Genau wie du es wolltest. So, ich denke, wir speichern erstmal, damit der Typ da mit seinem kleinen, mit seiner Knutschkugel hier, der Angeber. Ne? So, speichern. Cool. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle. Wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, bei der nächsten Episode vom Gas Station Simulator wieder. Und werden unsere Tankstelle zu großem Glanz und Gloria und so werden wir bringen. Freunde, ich bedanke mich. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen reingehauen und erfolgreich und schöner Tag und so. Und ihr kennt das. Kreis sagt ja oft dasselbe. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.